Aaron Carter, Memoiren doch verschoben. Die Veröffentlichung der Memoiren von Aaron Carter, 1987-2022, wird nun doch verschoben. Ein Anwalt habe bekannt gegeben, dass Ballast Books und der Autor Andy Simons aus Respekt vor der Familie Carter beschlossen haben, die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit zu verschieben, wie unter anderem die Los Angeles Times berichtet. In einem Statement, das der Tageszeitung vorliege, heiße es über den Inhalt: Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich in letzter Zeit auf eine kleine Anzahl von Interaktionen in Mr. Carters frühen Jahren konzentriert. Die wichtigere Geschichte handelt von Mr. Carters Leben als Ganzes und davon, was die Menschen aus seinem beruflichen Erfolg, seinen persönlichen Kämpfen und seinem tragischen Tod lernen können. Aaron Carter, an Incomplete Story of an Incomplete Life zu Deutsch, eine unvollständige Geschichte eines unvollständigen Lebens, sollte ursprünglich am 15. November erscheinen. Die Entscheidung, die Veröffentlichung zu verschieben, kommt kurz nachdem Hilary Duff, 35, den Verlag öffentlich dafür kritisiert hatte. Der Daily Mail gegenüber hatte sie diesem vorgeworfen, das Buch so schnell herauszubringen, um aus der Tragödie Kapital zu schlagen, ohne eine angemessene Zeit verstreichen zu lassen oder sich die Sorgfalt zu nehmen, um die Fakten zu überprüfen. Duff und der Sänger waren Anfang der 2000er ein Paar. Es ist gegen Aarons Wünsche, sagte ein Sprecher Page Six. Demnach hätte Carter sich zu Lebzeiten von dem Buch distanziert und habe versucht, das Erscheinen zu verhindern. Der Ivant Candy-Sänger war Anfang November tot in seinem Haus in Leicester gefunden worden. Er wurde nur 34 Jahre alt.